Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der 1. Dezember rückt näher und damit die Zeit der Adventskalender. Heute zeige ich euch, wie ihr einen solchen Kalender aus Papprollen basteln könnt. Die Inspiration dazu stammt übrigens von dem YouTube-Channel Mademoiselle. Ihr braucht Geschenkpapier, was ich mir hier schon passend zurechtgeschnitten habe, 24 Tonkartonstücke in beliebiger Größe, breites und schmales Geschenkband, Klebeband, Tacker, Klebestift, Schere, Bleistift, Heißkleber und für die Adventskalenderzahlen kleine Pappkreise, zum Beispiel Holzsternchen, die schon durchnummeriert sind, und etwas Geschenkpapier. Ansonsten verwende ich zum Schluss noch Watte zum Verschließen der Rollen. Anstatt die Papprollen selber zu basteln, könnt ihr natürlich auch direkt leere Toilettenpapierrollen benutzen. Ich starte damit, auf den zugeschnittenen Tonkartonstücken einen ca. 1 cm breiten einseitigen Rand zu markieren. So weiß ich später, bis wo die einzelnen Stücke aufgerollt werden können. Diese ganze Arbeit könnt ihr euch wie gesagt sparen, wenn ihr direkt leere Toilettenpapierrollen verwendet. Im nächsten Schritt habe ich die Geschenkpapierstücke gründlich mit einem Klebestift bestrichen und die Papprollen damit beklebt. Ist das geschafft, können die einzelnen Rollen mit Heißkleber aneinander geklebt werden. Da mir 24 Rollen am Stück allerdings viel zu lang sind, habe ich den Kalender in 2 Zwölferreihen aufgeteilt. Dann geht's mit dem breiten Geschenkband weiter. Es wird ebenfalls mit Heißkleber fixiert. Das Geschenkband sieht nicht nur süß aus, sondern bringt auch noch viel Stabilität. Über das breite Band kommt dann noch das schmale. Das ist vor allem dazu da, den Kalender später aufhängen zu können. Ganz zum Schluss werden noch die Adventskalenderzahlen gebastelt. Dazu habe ich mir zum Beispiel kleine Pappkreise ausgeschnitten und mit Geschenkpapier beklebt. Darauf habe ich dann noch die kleinen nummerierten Holzsternchen geklebt. Und so können die Zahlen dann auch schon auf dem Adventskalender verteilt werden.
So ist der Kalender dann auch schon fertig und kann mit vielen tollen Kleinigkeiten befüllt werden. Damit man die kleinen Geschenke nicht sieht und natürlich auch damit sie nicht rausfallen, verschließe ich die Röllchen von beiden Seiten mit etwas Watte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln. Falls ihr das hier mal nachbastelt, könnt ihr mir eure Bilder sehr gern auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Krümelplanet schicken. Über eure wunderschönen Bilder freue ich mich immer riesig.